Hallo ihr Lieben. Ja, das wird ein Adventsfensterchen auf Nachfrage zum Thema sich abgelehnt fühlen. Was heißt das, sich abgelehnt fühlen? Das kennt man wahrscheinlich eigentlich, wenn man genauer hinschaut, schon sein ganzes Leben lang. Dass man sich mal mehr, mal weniger abgelehnt fühlt, das heißt nicht angenommen fühlt, nicht richtig fühlt, nicht richtig am richtigen Platz, nicht die richtigen Dinge tun, irgendwie falsch fühlt. Das ist alles irgendwie das gleiche Gefühl, das ist alles die gleiche Schwingung. Irgendwas ist nicht gut mit mir, irgendwas muss besser sein. Und diese Schwingung, dieses Gefühl, das ist ein Gefühl, das ist eine Überzeugung, das sind Emotionen, die sind entstanden in Situationen, in denen wir klein waren und wir haben irgendeine Intention gehabt, dass man uns sieht, dass man uns vielleicht lobt, dass man uns beachtet und die Bezugsperson war anderweitig beschäftigt. Aber das kriegst du natürlich als Kind überhaupt nicht mit. Du weißt gar nicht, wer du bist und wie und wo und was. Du kriegst nur Emotionen mit. Und diese Emotionen, die setzen sich als Informationen in dir fest. Und dann fühlst du dich halt so, dann kennst du dieses Gefühl. Und wenn du halt dieses Gefühl öfter hast, weil du in einem Umfeld aufwächst, wo deine Bezugspersonen eben gestresst sind oder wenig Zeit haben oder sich selbst nicht gut fühlen oder nicht ausbalanciert sind, dann ist es halt so, wie du denkst, dass du wahrgenommen wirst. Und mit der Zeit passiert natürlich Folgendes, dass du jemand bist, der sich eben abgelehnt fühlt oder der sich nicht wahrgenommen fühlt oder nicht angenommen fühlt und dass du das quasi mit dir und mit deiner Identität, mit deiner Persönlichkeit verknüpfst und rumläufst durchs Leben wie jemand, der halt abgelehnt wird, der alles machen muss, damit er vielleicht angenommen wird, der so wie er ist nicht in Ordnung ist, der so wie er ist nicht angenommen wird. Und das spiegelt dir dann halt dein Leben immer wieder, auch in der Arbeit oder vielleicht in deinen Beziehungen mit Freunden, dass du immer das Gefühl hast, ja, du bist nicht richtig am Platz, du bist fehl am Platz, du bist irgendwie nicht in Ordnung, du bist so nicht wie die anderen, du passt irgendwie nicht rein oder du müsstest irgendwie doch mehr reinpassen und so weiter und so fort. Und das ist so ein Ergebnis, Rattenschwanz von Situationen im Leben, das dir immer wieder begegnet und das dir wehtut. Das ist immer begleitet mit einem Gefühl, dass das verletzt fühlen sich eben. Und dieses Gefühl, das möchtest du halt irgendwie nicht haben und loshaben. Und du machst halt alles, damit dieses Gefühl losgeht. Du bist quasi beschäftigt damit, irgendwie Anerkennung zu erhaschen, Wertigkeit zu bekommen, irgendwo etwas zu tun, zu machen, zu sagen, zu zeigen von dir, dass du endlich irgendwie die Erlösung bekommst oder dass du endlich das Feedback bekommst, dass du doch angenommen wirst, dass du doch gut so bist, wie du bist. Und dann, ja, dann machst du verschiedene Dinge. Also ich kenne das von mir. Ich hab mich auch irgendwo im Sport, um zu zeigen, wie toll ich bin und wie gut ich bin. Ich habe mich auch schon in Lebensgefahr gebracht, wirklich hirnlos, irgendwelche hirnrissigen Sachen gemacht, um zu sagen, wow, schau mal, guck mal, was ich kann, das traut sich sonst keiner und ich kann das. Und letztendlich, sieht man es halt mal schnell, aber deswegen bist du nicht der Oberhirsch und nicht alle sagen, wow, guck mal, wie toll die ist, weil letztendlich bist du einfach nur jemand, der irgendwie was Hirnrissiges gemacht wird, aber sonst halt abgelehnt, nicht gesehen und nicht akzeptiert wird. Also du bist quasi, wenn du diese Persönlichkeit nicht abnimmst, dieses Gefühl in dir, diese Überzeugung in dir, die sich immer wieder als Schwingung nach außen begibt, wenn du das nicht loslässt und kapierst, dass es nichts mit dir zu tun hat und nichts mit dem, was du wirklich bist, sondern eine Persönlichkeit, ein Persönlichkeitsaspekt, eine Identität, die du übernommen hast, weil dich Menschen halt in der Vergangenheit so gesehen haben oder respektive, weil Menschen dich nicht gesehen haben, weil diese Menschen niemanden sehen können, weil sie nicht präsent sind, weil sie mit sich hier nicht im Reinen sind.
Und du glaubst halt, dass du das bist. Da kannst du machen und tun, was du willst. Da kannst du anstellen, was du bist. Da kannst du dich präsentieren. Da kannst du Nobelpreise gewinnen. Wenn du diese Einstellung, dieses Gefühl über dich selber nicht korrigierst zur Wahrheit hin, nämlich dass du ohne etwas Spezielles machen oder anders machen zu müssen, einfach schon hier in absoluter liebenswerter Perfektion bist und dass es halt Menschen oder Bewusstseinsbündel da draußen gibt, die nicht in Resonanz stehen mit liebenswerter Perfektion, die dir eben das nicht widerspiegeln können, aber dass es andere gibt, die dir das widerspiegeln können, wenn du selber ein Mensch bist, der weiß, was er Wunderbares ist, nur weil er hier auf der Welt ist und nicht, weil er irgendwo gesehen oder begutachtet oder bejubelt wird oder auf ein Podest gestellt wird, sondern einfach nur, weil er so ist und sich fühlt. Dann wird es im Außen die Konsequenz geben, die sich zeigt daraus, weil du ja jemand bist, der gesehen wird, der akzeptiert wird, der geliebt wird, der wunderbar ist. Dann wird im Außen das widerspiegeln, aber erst, wenn du es im Innen für dich selber weißt und für dich selber verankert hast. Und das ist so ein wichtiger Punkt, einfach immer wieder zu verstehen, wenn ich mich irgendwie fühle, auf irgendeine Art und Weise, das sich nicht gut anfühlt, dann hat das nichts mit dem Außen zu tun, dann hat es nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern hat es was mit dem Gefühl der Einstellung, die ich selber über mich habe. Und das kann ich ändern. Und das ist eigentlich so eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Du entscheidest, wie du dich fühlen möchtest. Und du wachst auf und schaust, als was du konditioniert worden bist und erkennst, dass das alles überhaupt noch nie gestimmt hat. Und ab dem Moment gehst du durchs Leben wie jemand, der geliebt und geachtet wirst. Und du siehst auch das Leben so und das Leben wird dich so sehen. Ja, und das ist mein 23. Weihnachtstürchen. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Fühlt euch großartig, geht als großartige Menschen durch die Welt, denn das ist die Wahrheit über euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ach ja, genau, dann wollte ich noch sagen, die Leute, die meine E-Mails bekommen, die haben ja schon gesehen, ich habe noch ein Spezialangebot gemacht für 2020. Es gibt 10 Coachingplätze, einer ist schon weg. So, wenn du dir noch zum Spezialpreis dieses spezielle Coaching von mir für dich für 2020 sichern möchtest, dann geh mal schauen auf meine Homepage www.mywellfeeling.com und vielleicht ist es ja was für dich und kann dich dabei begleiten, in deine großartige Identität hineinzusteigen und die zu leben, die die Wahrheit über dich ist. Ja, in diesem Sinne, einen wunderbaren Abend. Tschüss!